Wasser, Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Final Fantasy 13.2, wie man unten auch eingeblendet sieht. Die Abkürzung über dem Meer sollten wir nutzen. Wir müssen jetzt zum Zeitportal und mal sehen, was uns dann erwartet. Für mich ist das Let's Play ja blind seit dem letzten Part. Moment. What the? Das ist... Ach, eine Alraune oder sowas. Nacktkima. Was wissen wir über dich? Nacktkima, Lebensraum und keine Sonderheiten. Na, das ist ja sehr viel. Wollen wir doch erstmal gucken. Neue Gegnerart? Warte mal, der hat sich geheilt. Steht das da jetzt schon? Nee. 750 Lebenspunkte. So viel haben wir herausgefunden. Ja, der heilt sich regelmäßig, aber das ist das seine einzige Attacke? Dann ist er als Einzelgegner ja ziemlich nutzlos. 5 Sterne, 22 Kristallpunkte, 30 Gil, keine Gegenstände. Vielleicht liegt das auch am Meerraum, dass er jetzt kommt. Stimmt, der Weg hier war ja vorher versperrt. Was zur? Moment. So, wissen wir etwas mehr über die Nacktkima? Ja, Serienresistenz sind 50, Schockwert 200%. Ansonsten leider noch nichts. Dann können wir ja in die Extermination gehen. Extermination, Lebenssorg. Sie ziehen mehr Lebensenergie ab und heilen sich damit. Stimmt, das war ja auch in 13.1 so. Das ist eine eigentlich fiese Fähigkeit, derer wir uns bald widmen sollten. Muss schnell. Nein, verdammt. Los, es wäre auch schön, jemanden mit einer Heilerrolle dabei zu haben, zur Abwechslung. Los. Gut. Das war nämlich knapp. Trotzdem, 4 Sterne, keine Gegenstände. Seht ihr das? Dieses komische Transparente. Was das noch für eine Bedeutung haben wird? Wollen wir doch nochmal gegen dich kämpfen. So, wie gesagt, am Anfang werde ich die Kämpfe noch nicht schneiden, das machen wir später, wenn die sowieso länger dauern würden. So, Extermination. Alter, die hauen aber rein. Ich sollte vielleicht doch bald skillen. Dann sollten die Gegner aber auch mal ein bisschen mehr Kristallpunkte bringen. Weil sonst lohnt sich das nicht viel mit dem Skillen. Aber mal gucken, wie das so werden wird. Nein, das ist nicht wirklich bad. Ich frag mich. Ja, es wird so sein wie in Final Fantasy 13.1. 44 Kristallpunkte, 60 Gil. Keine Gegenstände. Ich meine damit, es wird wahrscheinlich so sein, dass nur wenn der Hauptfeld stirbt, der Kampf vorbei ist. Ich fragte mich das gerade nur, weil... Ja, egal. Männer, ist doch egal. Analysator, bitte. Phönixfeder, auch gut. Sogar sehr gut. Ja, und wenn man eine Phönixfeder kriegen kann, wird das auch so sein. Ich habe mich nur gewundert, weil es so rot am Leuchten war, obwohl nur Lowell verletzt war. Gogmagog schon wieder? Und was ist das für eine Melodie? Gogmagog, wir müssen doch was über... Ey, wir haben den doch analysiert. Tja, dann würde ich mal sagen... Nee, der ist anders. Er hat ein Schutzschild. Ach so. Ach, das wird so wie diese... Wie diese... Ja, genau. Diese Gegner aus Final Fantasy 13.1, die auch ein Schutzschild hatten. Und sobald sie im Schockzustand sind, war der Schutzschild hernieder und man konnte sie angreifen. Es waren Thief damals. So merkwürdig aussehende Thief. Man wird es wahrscheinlich auch noch gleich rausfinden. Schock ist 120%, ja. Los jetzt. Genauso, das habe ich mir schon gedacht. Besonderheiten dürfte jetzt eigentlich da stehen, nein. Ketten.
also ihren Resistenz. Tja. Geile Melodie, muss ich sagen. Alter. Das gefällt mir. Leute. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Doppelwall. Und Extermination. Jetzt muss man wieder in den Schock treiben. Ja, das Schutzschild war trotzdem kurzer Zeit weg. Er muss ihn also selbst noch aufrufen. Was haben wir da noch? Widersteht Angriff Magie normal gegen Feuer und Eis. 4200 Lebenspunkte. Wovon er nicht mehr viele hat. Okay. Doppelwall. Nein, es ist Doppelsequenz, was ich will. Als Notfalls werde ich auch einen Heiltrank benutzen. Okay, wir werden schnell genug angreifen, das ist sicher. Bams, bams, bams. Komm schon. Gut, genau so. Jetzt Doppelkampf. Ach, es wird auch so gehen. Geschafft! Okay, wir erhalten 300 Kristallpunkte, 54 Gil, eine Phönixfeder und wieder einen Eisenreif. Gogmogog Essence Beta. Ich glaube, den werden wir auch noch öfter sehen und 100 Kristallpunkte. Schokobus sind Vögel, die aufgrund ihrer Größe als Reittiere dienen. Saftiges Gisarkraut. Ach, das haben wir schon gefunden. Ist ihre Lieblingsspeise. Um auf einen Schokobo zu reiten, ist es daher vonnöten, ihn vorher mit Gisarkraut zu füttern. Logisch. Das Reiten auf einem Schokobo macht die Abenteuerreise zu einer sicheren Unternehmung, da kein Monster sich traut, sich einem in Fahrt gekommenen Schokobo in den Weg zu stellen. Drücke L1, um wieder abzusteigen. Schokobos sind scheue Tiere. Bisweilen muss die eine Gegend gründlich erkundet werden, bevor man solch einen gefiederten Freund stößt. Ja, in 13.1 war das ja so, man hatte dann diese drei Feder und wenn man auf den Gegner traf, war eine Feder weg. Mal gucken, ob das hier auch so sein wird. Dann wollen wir mal. Aber warte mal, der Meteorit ist doch schon da. Reißt er damit uns durch die Zeit? Das wär's ja. Dann. Schokobo? Ein Gisarkraut. Gut, kann ich das jetzt trotzdem examinieren? Ist schon irgendwie süß. Yay! Der kann sogar schweben. Yippie! Ich weiß nicht. Das ist geil. Dass man so früh kann. In Kapitel 11 von Final Fantasy 13 konnte man das ja erst. Okay. Wenn ich jetzt auf mich aufsteige, muss ich wahrscheinlich wieder ein Kraut geben. Oder er hat das eine schon intus. Mal gucken. Ich finde es jetzt nicht schade, das ausprobiert zu haben. Are you sure you're ready? You know, once we go through, there might be no coming back. Data Lock Trigger. Wenn du mit Null durch das Portal durchschreitest, kommst du vielleicht nie wieder zurück. Bist du bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Vielleicht sollten wir warten. Ich bin bereit. I'm ready to go. It's not a dream or a lie. I know my sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. Unter Umständen möglich, dass ich jetzt nicht richtig schneiden können werde. You're not gonna say goodbye? There's no need. We already have, sort of. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. Oh, you did that. Hey, shut up. Look, my pendant has a brand new chain. Mm. Shh. Okay. And
And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Quiet. Oh.